Wir sind heute in den Süden Deutschlands gefahren, an den Bodensee, der an Österreich und die Schweiz grenzt. So ein riesiger See ist natürlich schwierig zu beangeln, wenn man sich nicht auskennt. Deswegen haben wir uns einen Guide organisiert, und zwar den Tobi, der mit dem Dirk zusammen einen Laden hat und auch Guidings betreibt. Und da gehen wir jetzt mal hin, stehen nämlich davor, schauen mal rein und lernen die zweimal kennen. Da oben steht schon Angelguiding und ich sehe schon hier vorne, es sind aufgelistet Fangfotos vom Bodensee. Und so einen dicken Hecht wie den zweiten hier will ich heute auch fangen. Mal schauen, ob das klappt. Wir gehen mal rein. Ja, hallo du. Hi zusammen. Guten Morgen. Du brauchst keine Angst haben. Wir sind nicht da, um dich mitzunehmen. Betriebshund. Hi. Marian, freut mich. Hallo, Tobi. Tobi, in dem Fall. Mit dir gehen wir heute zusammen raus. So sieht's aus. Schön, dass ihr da seid. Auf jeden Fall. Ja. Freut mich auch. Ihr habt den Laden zusammen oder du, das ist dein Laden, oder? Ja, wir machen das zusammen hier. Ihr macht das zusammen hier? Genau. Und die Guidings, wie lange macht ihr das jetzt insgesamt? Wir machen das jetzt insgesamt 4 Jahre, den Laden, und eigentlich auch parallel haben wir mit dem Guiding sozusagen angefangen, ja, weil sich das halt anboten hat, und probieren halt immer irgendwie das Bestmögliche für den Bodensee an Material hier im Laden auch zu haben, was wir natürlich dann auch beim Guiding angeln. Ja, genau. Okay. Und habt auch alles da? Also ich gucke mich jetzt gleich mal noch um mit dir zusammen. Du kannst mir dann auch erklären. Ja, gerne. Wir sind halt hier auf dem Bodensee ausgelegt, ganz speziell. Ist halt ein spezielles Gewässer, riesengroß. Ja, auf jeden Fall. Dementsprechend auch größere Köder und so weiter. Also hier wirklich alles speziell für den Bodensee. Und ja, Tobi kann euch gleich mal ein bisschen hier zeigen. Hier sind wir jetzt irgendwie am Anfang. Da sind Routen. Hier sehe ich schon ein paar Köder. Was gibt es denn alles so bei euch zu entdecken? Genau. Bei uns ist es einfach so, dass wir hier vorne haben wir einfach Barsch. Und Barsch ist bei uns mittlerweile am Bodensee auch ein total populärer Fisch, Raubfisch. Und dann haben wir natürlich da hinten jetzt Schleppköder. Wie du siehst, von Savage Gear über Westin bis Kasteik. Ein ganz populärer Köder, wo wir auch sehr, sehr viel fangen, wo wir eigentlich auch mit angefangen haben, wo wir auch wirklich wahnsinnig viel Farbauswahl haben, ist einfach unsere Krentmar, die zeige ich dir jetzt mal. Oh ja, da gibt es genug auf jeden Fall. Krentmar ist einfach ein klassischer Wobbler, sehr, sehr alt, und bei uns am Bodensee einfach als Schleppköder oder auch als Wurfköder, aber vorwiegend als Schleppköder halt einfach wirklich sehr gut geeignet. Ja. Spezialität bei dem Köder ist einfach, dass er sehr flach ist und dass er einfach ein ganz starkes Flanken hat. Ich habe den kleinen mal ausprobiert, der rollt richtig heftig hin und her. Also und da haben halt alle Größen da, von wirklich... Okay, also die schleppt ihr dann auch, richtig groß auch, das ist da keine Angst vor haben. Dann so ein Klassiker bei uns am Bodensee, wo eigentlich immer sehr viel bringt, ist das die Chor-Regenbogenforelle. Weil wahrscheinlich auch sehr viel Seeforellen und Regenbogen drin sind. Okay. Genau. Und dann gibt es halt da weiter noch mit... Seeochs und so weiter und dann Rhinoköder. Ja, Blinker, also Blinker auch für, so genau, okay. Genau. Ja, eine runde Sache auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir raus in die Sonne kommen, weil es ist wunderschön, und schauen, dass wir an den Bootssteg gehen, weil ich bin richtig heiß und ich will heute eine Metermutti fangen und hoffe, das klappt mit dir. Petri heil und viel Fisch am Seil und dass wir heute einen schönen Meterhecht fangen. Auf jeden Fall. Lass gucken, dass wir was rausknallen. Ja, let's go. Gehen wir los. Du, willst du mit? Nicht. Fertig, ich sehe schon alles vorbereitet. Sideplaner liegen da, die fetten Grandmas, da freue ich mich schon drauf, mit denen zu schleppen. Und dann legen wir mal los. Ich spring mal drauf. Perfekt. Ja, dann geht die Mission los. Genau. Und auf geht's. Lines. Dann gib mal Gas. Ich sehe schon die zwei großen Grandmas hier. Es ist schon ein ordentlicher Happen. Also der Hecht, der muss schon ordentlich Hunger haben. Das sind ordentliche Happen, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe teilweise auf die Grandmas schon sogar 50er Hechte gefangen, die so gierig sind, die sich völlig überschätzen. Völliger Wahnsinn, aber natürlich auch sehr große Hechte schon. Ja, und da auch die Klassikerfarbe hier für den See, wie du ja schon gesagt hast. Mit der Regenbogen ist einfach eine der fängigsten Grandmas überhaupt vom Dekor her. Ja. Genau, und mit den Einzelhaken? Das habe ich aus dem Grund gemacht, weil bei uns am Bodensee muss man Drilling die Widerhaken abklemmen beim Schleppen. Ja. Und ich habe halt auf Einzelhaken umgebaut, weil dann beim Einzelhaken ist Widerhaken erlaubt. Das ist einfach so am Bodensee. Okay. Und das ist eigentlich die Bewandtnis, warum Einzelhaken. Ja, dass einfach dann, wenn der hängt, die Sicherheit da dann ist, dass man auch... Genau. Damit der 1,20 Meter, wenn er beißt, nicht verloren Richtig. Geht. Richtig, ja. Also hier sehen wir jetzt das Echolot. Beim Schleppen ist das Echolot
sage ich, schon wichtig, weil ich einfach einmal hier die Karten mit drin habe und da habe ich auch meine Fahrgeschwindigkeit und so die optimale Schleppgeschwindigkeit jetzt für die Grandma-Wobbler ist so zwischen 3,5 und 4 km/h. Und auf der anderen Seite habe ich halt normal das normale Echolotbild, wo jetzt wir auch schon Schwärme sehen und es ist eigentlich immer auch sinnig, in einem Gebiet zu fahren, wo einfach Fisch- und Köderfischschwarm unterwegs ist, weil da ist natürlich dann auch der Räuber einfach zu finden. Und daran orientiere ich mich und sonst kann man beim Echolot jetzt, man sieht die Fische, aber man fährt drüber und man muss das Glück haben, entweder schnappt einer zu oder halt nicht. Ja, ja, genau. Aber es ist ja schon recht voll, also so wie ich sehe, ja, da ist schon ordentlich was los, ey. Genau, und das ist einfach immer ein gutes Indiz und da hat man einfach ein besseres Gefühl. Genau. Ja. Dann legst du jetzt mal aus, ich übernehme mal kurz das Steuer und halt mal, weil man muss immer Fahrt drauf haben, genau, um die Köder auszulegen und die Sideplaner und dann genau, legen wir mal los. Alles klar. Gut. Also was ist jetzt der erste Schritt, den du da angehst, also mit deinen Grandmas? Ich tue jetzt die Köder rauslassen, so 5 bis 6 Meter und dann kommt Blei rein. Man tut immer Blei rein bei uns am Bodensee, weil einfach dann das auch ein Krautschutz ist und natürlich die Köder auf verschiedene Lauftiefen bringt. Das ist das, was hier unten liegt, oder? Das sind die, was hier unten liegen, genau. Die sind jetzt von Rino, das sind so Paravane, dann zieht man den Stift raus, kann man in die Schnur reinmachen, dann zumachen. Und muss man dann natürlich, wenn der Fisch kommt, auch wieder dann einfach ziehen und wegmachen. Sonst damit man durchdrillen kann. In die Rutenringe. Genau. Okay. Und die Gewichte, außen fängt man immer am leichtesten an zu bebleien und wird nach innen immer schwerer, also praktisch so in Keilform. Ja. Aus dem Grund, weil praktisch der Äußerste, wenn außen ein Fisch beißt, der kann dann praktisch über die anderen Ruten drüber rutschen. Dass man den dann hinten dass wegdrillen genau, kann. Genau, und dass der praktisch nicht in die anderen Ruten reinkommt. Genau, weil es ja auch so ist, dass wenn der beißt, musst du weiterfahren, weil sonst hast du Kuddelmuddel ohne Ende, wenn du anhältst sozusagen, genau, und den Fisch reindrillst. Ja, und beim Schleppen sowieso immer weiterfahren, da kann man nicht anhalten, man muss immer auf Zug fahren, weil sonst würden die anderen Routen ja zusammensacken. Wenn man mit mehreren Routen schleppt. Genau. Auf jeden Fall. Hier bei uns am Bodensee ist die Besonderheit, das gibt es nicht an jedem Gewässer, dass wir halt hier bis maximal 8 Routen fahren können. Das heißt quasi auch 8 anbestellen, deshalb 8 Routen pro Boot. Ja. Und wir probieren heute auch mit 8 Routen zu schleppen. Es kommt jetzt ein bisschen auf den Wind drauf an, ob es läuft oder nicht. Das sehen sonst wir machen wir eventuell nur mit 6. Genau. Okay. Super. Dann? Also ich bin praktisch jetzt, im Endeffekt habe ich das Blei reingemacht und jetzt geht es weiter, dass ich praktisch so 30 bis 40 Meter mache und dann kommt der Sideplaner rein. Okay. Und dann lasse ich rauslaufen. Okay. Genau. Also der Fisch, wir haben gerade einen Einlass. Du bist gerade. Und der ist echt nicht schlecht. Also schön langsam. Genau. Und immer schön auf Spannung halten. Also wir sind jetzt wirklich vielleicht 5 Minuten am Schleppen gewesen, wo alle Routen draußen waren. Das hat echt irgendwie. Dahin, man sieht den Fisch hier hinten schon, der an die Oberfläche kommt. Das ist aber auch normal, oder? Dass die dann an die Oberfläche kommen, einfach aufgrund von dem Zug und dem Druck, genau, den du hast. Das ist halt beim Schleppen leider so, es ist halt anders wie bei der Schlepproute, dass du halt leider weiterfahren musst, weil ich ja mit 8 Routen fahre. Ja. Das heißt, der Drillspaß ist im Endeffekt halt, sag ich mal, nicht ganz so hoch, aber du hast die Ausbeute ist halt sehr hoch, weil du mit 6 Routen schleppst. Also es kann halt sein, jetzt könnte auch noch mal einer einsteigen, rein theoretisch. Die Möglichkeit, an eine richtig große Hecke jetzt ranzukommen, wo halt vom Ufer aus einfach jetzt momentan nicht möglich ist. Genau. Ah. Okay, also der Fisch ist jetzt gerade ausgestiegen. Nochmal. Okay, also wir hatten hier jetzt gerade den einen Fisch verloren, den wir im Drill hatten. Und dann sind wir, weil wir gesehen haben, dass der noch an der Oberfläche kurz gezappelt hat, wollten wir die ganze Geschichte retten und haben hier ein bisschen Kuddelmuddel gehabt. Kriegst du's? Und während wir hier angefangen haben zu entkuddeln, hat ein anderer Fisch gebissen, der jetzt immer noch dran ist und wir hoffen jetzt, auch wenn es jetzt ein bisschen Palermo ist, den wir hier haben, dass der noch dran bleibt. Der Fisch ist noch dran. Also obwohl wir jetzt hier diesen Stress haben, mit diesem, oh, der ist gut. Ja. So, okay. So, sehr routiniert, also er weiß einfach, was er tun muss, auch wenn es jetzt gerade stressig geworden ist und das alles hier so verknödelt war. Fisch ist dran, mehr oder weniger wahllos über den See geschleppt, weil wir einfach versucht haben, diese ganze Geschichte hier erstmal auseinanderzukriegen. Ich muss selber sagen, das ist
unglaublich. Ich habe das so noch nie erlebt. Ich habe noch nie so eine Verwicklung. Und dass es dann in der Verwicklung noch mal weiß, habe ich noch nie erlebt. Ja, herrlich, oder? Fisch ist immer noch dran. Yes. Stundenlang nichts oder es ist einfach ein guter Beißtag und gerade ein bisschen Zeit und dann kann sowas passieren. Genau, und jetzt pumpe ich langsam den Fisch ran. Die anderen zwei Ruten sind noch links draußen. Faszinierend. Bodensee hat einfach Potenzial, Alter. Geil. Genau, da ist nämlich der Hecht hinten schon an der Oberfläche und schlägt. Nein! Jetzt ist er weg. Ah! Okay. Okay. Es ist uns nicht vergönnt momentan noch. Auf den hat er gebissen, also auch der Klassiker, wie Tobi ja schon gesagt hat. Die Regenbogenforelle. Und das ist einfach auch diese Sache mit bei den Drillingen, dass man die Wiederhaken abzwicken muss. Und da kann es halt einfach passieren, dass die ausschlitzen. Egal, aber wenn es so beißt wie jetzt, dass wir 10 Minuten unterwegs sind und das so los ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass auch irgendwie nochmal was passieren wird. Wir melden uns später wieder, wenn wir im Drill sind, mit einem anderen Fisch. Hoffentlich. Ich komme aus dem Staunen hier nicht mehr raus, Tobi. Wir fahren gerade zurück ans Ufer und wollen dann die Routen praktisch wieder fertig machen. Und während dem Fahren steigt der nächste Hecht ein. Und wir haben eigentlich nur noch drei Routen im und Wasser. Wir haben nur noch also Wahnsinn. Der Fischgott meint es heute gut mit uns. Hoffentlich kriegen wir den jetzt raus. Es kommt mir so vor, wie wenn du einfach über diesen See voll random schleppen kannst und überall steigen die Hechte ein. Aber wir haben auch einfach einen guten Tag erwischt wahrscheinlich. Kommt das Schleppblei. Ja. Oh, das schlecht ist der nicht. Ja. Warte. Ja! Wir haben ihn. Alter, geil! Boah, ist der fett. Ja. Was für ein fetter Winterhecht. Ey, genial. Der dritte hängt und der dritte ist auch im Boot. Geile Sache. Schöner 90er wahrscheinlich. Fett wie Sau. Guter Bodenseehecht, Mann, Alter. Ja! Und weiter geht's. Freut mich, dass wir endlich einen im Boot haben und es klappt hat. Auf die Grandma. Okay, also der Hecht hatte jetzt 97 cm. Es ist ein unglaublicher Tag. Das ist so hart. Und jetzt gucken wir mal, jetzt bringen wir die anderen 5 Ruten noch mal raus. Genau, weil die haben wir jetzt ja alle drin. Und es war einfach kurios mit Verwicklung, mit 3 Bissen innerhalb von einer Stunde. Habe ich selber selten, muss ich sagen. Ja. Und jetzt hoffe ich, dass wir deinen PMW noch packen. Ja. Der bei 98 cm liegt. Der eine Zentimeter hat leider gefehlt, aber genau. Ich glaube, das schaffen wir heute. Ja, das geht auf jeden Fall. Bin ich zuversichtlich. Jetzt legen wir los. Wieder im Hafen angekommen. Ist ja doch ganz schön windig geworden jetzt. Ja, also das sind extrem harte Bedingungen gewesen, muss man wirklich sagen. Hast ja auch gesehen, wir waren eigentlich das einzigste Boot heute am Schleppen. Sonst sind normalerweise mehrere Boote draußen. Aber dafür muss man sagen, wir hatten jetzt 4 Bisse, haben leider nur einen Fisch ins Boot bekommen. Ja, aber die anderen zwei, also das war ja auch wahrscheinlich diesem Hakensystem oft geschuldet. Genau, bei uns am Bodensee ist ja, wie ich schon gesagt habe, eben mit Drillingen müssen abgeklemmt sein. Und da kann halt irgendein Großhecht kann halt immer mal auch aussteigen, das muss man einfach so sehen. Ja, ich glaube, einer ist noch auf der Kamera zu sehen sogar. Der am Boot irgendwie war, genau. Und einen haben wir gefangen. Also du, 97er kann man komplett zufrieden sein mit, definitiv. Also war ein Erlebnis für sich, definitiv. Wir haben ja morgen auch noch einen halben Tag. Genau. Da gehen wir morgen früh nochmal los. Richtig. Und dann schauen wir mal, wenn der Wind es dann
Abstand zulässt, dann werfen wir auch noch mal ein bisschen, genau, weil du hast natürlich noch mehr im Angebot, als jetzt nur schleppen. Richtig. Was so die Hauptsache ist, aber das werden wir dann morgen rausfinden. Genau. Und hoffen, dass das Wetter dann auch noch mal gnädig ist mit uns und dann wird das auf jeden Fall was. Auf jeden Fall fand ich es einen super schönen Tag. Wir haben Fisch gefangen und das war mir das Wichtigste. Genau, auf jeden Fall. Hat mich echt gefreut bisher. Ja. Schauen wir morgen, dass es weitergeht. Dass wir noch eine dicke Mutti kriegen, das wäre schön. Der zweite Morgen ist angebrochen. Es ist mal wieder ziemlich windig, so wie gestern, wo wir aufgehört haben. Und was ist denn jetzt der Plan? Was machen wir denn jetzt? Ja, also ich habe halt gedacht, weil es so windig ist, jetzt warten wir einfach ab, ob wir noch schleppen können oder nicht. Das wissen wir noch nicht genau. Und jetzt sind wir einfach hier so ein bisschen im windgeschützten Bereich. Hier geht eine schöne Kante runter, so abgestorbene Krautfelder. Und da probieren wir jetzt ein bisschen abzujiggen und probieren, dass wir vielleicht hier noch ein Hecht ans Band kriegen. Und es ist eben auch so, bei uns ist ja nicht nur Schleppfischen am Start, sondern eigentlich auch vertikal oder Jiggen. Ja. Im Sommer auch ein bisschen Wels und das sind einfach so die Sachen, die wir hier machen. Ja. Und jetzt habe ich halt gedacht, probieren wir es einfach mal mit Jiggen. Genau, dann machen wir das jetzt. Dann wünsche dir Petri Heil. Ja, Petri Dank. Und viel Fisch am Seil. Auf jeden Fall, da probieren wir jetzt. Du führst den jetzt auch recht aggressiv, also auch im Winter. Ja, also ich jiggen 2-3 Mal an und die Hechte verfolgen den normalerweise auch im Winter so. Man kann natürlich jetzt, was auch noch total effektiv ist, ist einfach das Durchkurbeln absinken lassen und dann einfach einleiern. Ja. Und da jetzt vielleicht nicht zu schnell, sondern eher etwas langsamer. Ja. Ja. Wie ist denn das generell mit anderen Räubern, also gerade zu Barsche oder Zander? Wie habt ihr? Barsche ist momentan einfach im Winter so, dass die jetzt echt noch tief stehen. Also da müsste man schon so auf 15, 16, 17 Meter. Und das ist natürlich jetzt nicht so optimal für einen Fisch. Und darum lassen wir sie eigentlich lieber in Ruhe und fangen sie dann im Sommer. Ja. Ja. Und Zander, wie ist das? Weil der See ja sehr klar ist. Ist ja auch richtig sauber geworden über die letzten Jahre, was ich mal so gelesen habe. Sagen wir es mal so, Zander ist eigentlich angellich sehr viel vertikal auch. Und ist also sicherlich nicht einfach und kommt in der Häufigkeit nicht so oft vor wie jetzt einfach Hechte. Ja. Das muss man einfach so sehen. Ja. Aber es gibt natürlich hier trotzdem auch sehr große Zander und hin und wieder hat man auch Sternstunden und da klappt es halt. Ja. Und dann gibt es wieder Tage, da klappt es überhaupt nicht. Ja. Und es ist immer so bei uns hier, weil ja da reinkommt zum Beispiel, den haben wir jetzt ja da drüben, da ist die Rheinmündung. Ja. Die ist jetzt relativ weit weg, aber wenn der jetzt richtig Dreckwasser bringt oder jetzt auch die Leiblach, einfach die Zuflüsse, dann ist es eigentlich immer ein ziemlich gutes Indiz, auch um Zander zu fangen, weil die kommen dann eigentlich relativ gut an die Flussmündungen hin. Ja, ja. Okay. Was ist so denn deine Lieblingsgeschichte, was du am bevorzugsten Fisch, dazu raubfischmäßig? Also ich muss jetzt sagen, ich bin eigentlich ein Allrounder, aber natürlich jetzt sagen wir mal so, ich habe halt angefangen vor 4-5 Jahren hier auf Wels zu klopfen, da war ich so der Erste. Ja. Das war natürlich absolut wahnsinnig, weil halt in den ersten 3 Monaten haben wir fast 70 Stück gefangen. Also die sind hier so gut vertreten auch? Hier sind Welse gut vertreten, hier gibt es auch richtig große Welse, also bis 2,50 sage ich, ist hier am Bodensee kein Problem. Okay. Und dann natürlich Zander ist auch eine absolute Vorliebe. Ich fische halt viel vertikal, habe jetzt angefangen pelagisch zu angeln. Ja. Und da kriegt man auch tolle Fische ans Band. Natürlich ist man über einen großen Hecht dann pelagisch auch nicht sauer. Ja, natürlich. Und das macht eigentlich so mir sehr viel Spaß. Ja. Ja. Und Schleppen ist einfach auch teilweise sehr sinnig, weil die ganzen Großhechte im Sommer, die stehen bei den Fähchen mitten im See draußen. Ja. Und an die kommt man halt über Werfen einfach schlecht hin. Und da ist jetzt Schleppen schon die effektivere Art, wo einfach auch mehr Frequenz gegeben ist, wie willst du mit dem Schmeißen. Ja, weil du auch mit mehreren Routen dann weil diese große Fläche hier abdeckst. Weil du am Bodensee mit 8 Ködern fahren kannst, also 8 Routen. Und da machst du einfach Fläche. Ja, ja, ganz klar. Du hast mir jetzt hier so einen Diver Duckfin gegeben, einen recht großen, 20 cm. Wie ist das, wenn du jetzt so Grasflächen hast oder so, oder jetzt in dem Fall diese Kanten? Das heißt, große Köder oder kleine, farbtechnisch? Also im Winter würde ich jetzt eher schon auch eher ein bisschen größere angeln, weil halt die Hechte natürlich jetzt vom Energiehaushalt her eher jetzt lieber im großen Köder hinterher sind, wie jetzt viele, viele kleine jagen. Und im Sommer gehe ich eher wieder ein bisschen in der Größe zurück, weil halt der Brutfisch und Barsche und so da sind. Ja. Und da ist es dann fast besser, manchmal einen kleineren Köder zu fangen, um einen größeren Hecht zu kriegen. Ja. Ja. Weil die sich dann darauf einschießen, auch auf diese Ködergröße. Das ist eine einfache Beute, aber jetzt im Winter eher etwas größer angeln. Genauso wie jetzt beim Schleppen auch. Auf jeden Fall große Grandmas und große Hybriden. Im Vergleich zum Sommer fische ich eigentlich 15er Grandma vorwiegend beim Schleppen. Okay. Ja. Und fange mit 15er Grandma trotzdem Riesenhechte. Ja. 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 Das ist ein bisschen so meine Philosophie. Es gibt andere Leute, die sagen, beim Hechtschleppen nur große Köder. Ja. Aber ich gehe da eigentlich immer ein bisschen so auch mit dem Fischangebot übers Jahr gesehen. Und wenn Brutfisch da ist, bin ich der Meinung, dass kleine Köder dann genauso gut fangen wie große. Ja. Ja.
So, Wind hat ein bisschen nachgelassen. Wir machen jetzt einen Taktikwechsel. Das Werfen hat gerade nichts mehr gebracht. Aber wir gehen jetzt nochmal schleppen. Und ich sehe schon, du fährst hier auf so einen kleinen Tunnel zu. Mit was hat es denn damit auf sich hier so? Ja, hier geht es halt in den kleinen See. Und im Endeffekt sind da die Boote auch, wo ich auch im Angelverein bin. Okay. Und was jetzt noch ganz lustig ist, hier drüben beim Hotel Bad Schachen, da ist praktisch meine Bootsvermietung, wo man auch Angelboote leihen kann und Angelkajaks. Okay. Das kann man dann über Ratebait machen oder über Wassersportzentrum Lindau Bad Schachen. Okay. Und ich freue mich gern über jeden Gast, der da kommt. Und jetzt fahren wir einfach hier durch, weil hier einfach ein bisschen windgeschützter ist. Und dann fahren wir drüben wieder raus unter der Seebrücke und dann legen wir aus und dann probieren wir, dass wir noch mit dem Hecht ans Band kriegen. Das machen wir. Genau. Auf geht's. Kommt er? Ja. Ist er noch dran? Weg, oder? Ja, ich glaube schon, oder? Weg. Ja. Sicher? Ja. Okay. Ja. Also wir hatten jetzt gerade noch einen Biss. Wir haben jetzt noch mal 3 Stunden geschleppt. Der Wind hat dann noch mal ein bisschen nachgelassen. Und war gerade drauf, war ein guter Fisch. Aber ist dann ausgestiegen jetzt, kurz bevor der Sideplaner hochkam. Kann man leider nichts machen. Das ist Angeln, so schaut's aus. So ist Angeln. Bei den Bedingungen muss man sowieso froh sein, dass wir 4 Bisse gehabt haben gestern. Ja. Heute haben wir jetzt einen wieder verloren, ist nicht hängen geblieben. Und einen Biss vorhin auch noch gehabt. Wir hatten ja vorhin auch noch einen Biss. Genau. Ja. Und lang wird es jetzt nicht mehr gehen und dann packen wir zusammen. Genau. Und dann lassen wir es gut sein damit. Dann lassen wir es gut sein. Und auf trotzdem jeden Fall. Schön, dass du da warst. Ja, definitiv. Dir hat Spaß gemacht. Ja, voll, auf jeden Fall. Okay. Gerne wieder. Schleppangeln ist auf jeden Fall erfolgreich hier am See.